Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem Kahlenberg finden würde. Und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Imlerit, da habt ihr ihn gesehen. Das sieht nach einem Auweia. Das sieht nach einem Bosskampf aus. Holy moly, das kann ja mal spaßig werden. Das kann ja... Das gleich am Anfang des Teams. Macht euch auf den Kampf gefasst. Geralt ist an der Reihe. Findet ihn der Ritz. Schau mal kurz ins Inventar. Ziel hat jetzt nicht wirklich das große Inventar. Aber Geralt hat's. Ja, sorry, das war so aussehen, aber das ist jetzt hier wirklich. Wir haben hier wirklich die 88er Rüstung, 27 Rüstung, 33 Rüstung. Ich habe jetzt wirklich die Sachen angezogen, die am härtesten gerüstet waren, die ich hatte. Und die schärfsten Waffen. Und damit wir hier mal wirklich draufhauen können. Finden wir jetzt. Na dann finden wir ihn mal. Da liegen ein paar Waffen rum. Ein paar, nicht Waffen, sondern Flaschen. Hier haben wir Runenzeichen. Kerzen ausmachen. Soll den Weg nicht gesehen werden oder so. Weiß auch nicht. Ort der Macht. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Das sagt mir wohl schon, dass das Achsezeichen von Nutzen sein wird. Gedankenbeeinflussung. Okay, das soll. Das soll bei dem Kampf was helfen. Ich hätte jetzt eher auf Art oder Igni gesetzt. Art wird jetzt bei dem mit seiner Rüstung nicht helfen. Da wäre ich lieber bei Art mit dabei. Bei Igni wird da nicht viel helfen. Feuer gegen diese Rüstung, die er hat. Ich befürchte, nein. Und was haben wir denn hier? Eine lustvolle Veranstaltung. Und da ist unser Gegner. Imlerit. Dieser Zwischensequenz so unheilvoll, wie es angekündigt wird. Das kann ja die Schwestern werden. Sagten, du würdest kommen. Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Das Mädchen haben sie nicht gesehen, aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Ich bin alleine hier. Eine Lüge, die nichts ändern wird. Erst du, dann sie. Na dann. Eine Keule hat er. Mit einer Keule kämpft er. Und ein Schild hat er. Okay. Okay, ausweichen ist ja wohl die. Mit alt war das.
Schade, dass wir hier hinten nicht mit Ciri. Oh, Ace. Wir sollten vielleicht doch auf Ignis setzen. Ignis ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, weil. Nein. Weg hier. Der hat eine harte Rüstung. Hinter ihn kommen und zuschlagen. Hinten. Okay. War schon kein schlechter Anfang. Und hinter ihn. Hinter ihn, nicht vor ihn. Hinter ihn kommt und hinter ihm zuschlagen. Komm schon. Das ist gar keine so schlechte Taktik. Wir sollten mal warten, bis er eingeeist ist. Und jetzt von hinten. Fast. Das war gar nicht mal so schlecht. Verdammt. Das hier ist zu viel. Da stand ich doch gerade gut hinter ihm. Dass er sich einer lässt. Ich habe natürlich nichts zu essen mit. Bei seinem Schild und seinem Panzer versuch's gar nicht von vorne. Sind ja fast alle. Im ersten Drittel. Noch nicht mal ein Drittel. Jetzt! Verdammt! Was soll der Mist ab nach hinten? Oh, die Hälfte haben wir. Sehr gut. Okay, wir können keinen Tank trinken, das ist schlecht. Das ist gut. Ein Drittel noch. Das lässt dann die Rüstung fallen, das Schild fallen. Aber wird wilder. Verdammt! Also für die erste Runde habe ich mich ganz gut geschlagen. Nicht übel. Okay, wir wissen jetzt, wo der Hase langläuft. Wir hätten jetzt schon über ein Drittel. Wir hatten nur noch, glaube ich, ein Viertel irgendwie übrig bei dem. Den haben wir schon gut getroffen. Das kriegen wir hin. Fürst 2 wäre zu schön gewesen. Das wäre echt zu geil gewesen. Aber vielleicht schaffen wir es beim zweiten Versuch. Das ist auch echt ordentlich. Das wäre auch echt schön. Jetzt wissen wir die Taktik mit Igni. Warten, bis ein Eis ist. Und dann rauf. Gedankenbeeinflussung weiß ich nicht. Ich glaube, das wird doch nicht viel. Wir könnten es versuchen, aber ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Das ist das Quen-Zeichen. Schutzschild. Er ist natürlich auch nicht schlecht, aber Angriff ist die beste Verteidigung. Wir brauchen irgendwie auf jeden Fall mit Zutteisen.
mit Eisen und dann hinter ihm gelangen und rauf. Die Schwe... Das... Ich bin alle... Wir sind beide relativ stark, stark gerüstet. Diese 88 Rüstung ist auch nicht übel. Okay, einen Treffer habe ich, schon kassiert und schon getroffen. Hauptsache hinter ihn kommen. Was ein Tänzchen. Jetzt hätten wir hinter ihn. Nein, nein, nein. Gut, seinen Schlägen ausweichen. Da war ein Treffer möglich. Ja, weg. Na komm, Eis. Verdammt. Nicht schlecht. Der steht da rum. Das war nicht schlecht. Nein, nein, weg. So, ein Drittel haben wir geschafft. So, hinter ihm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Über die Hälfte schon rüber. Mit den Hoppeln und nicht übel. Und hinter ihn jetzt und jetzt werft er ein Schild weg. Jetzt wird er 50. Oh verdammt. Da kassieren wir. Viel zu sehr. Weg, 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 weg. Ja. Nicht rumstehen. Oh, ja. Weg, 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 weg. Alter Schwede. Der haut aber auch nicht zu. Okay, ich weiß, wo wir zuschauen müssen. Jetzt. Uha, das ist eine harte Nummer. Oh, haben wir ihn. Nice. Zweiter Versuch. Alter Schwede. Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Der Hexer, den du erschlagen hast. Das war echt nicht übel. Im zweiten Anlauf. Fürst 2 wäre zu geil gewesen, aber zweiter Anlauf. Jetzt mach ihn alle. Jetzt matsch ihn die Burner. Nice. Die Gefahr ist gebannt.
Wir haben's geschafft. Gerade so. Wie lief's da unten? Ich habe nur zwei Dämonen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Meinem einzigen Erinnerungsstück. Oh, weia. Du hast Wesemir gerecht. Avalach sagt, Rache ist nur dann süß, wenn sie kalt serviert wird. Er hat Unrecht. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Das wird der größte Bosskampf. Was soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind? Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Yennefer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Ja, lass uns gehen. Danke, dass du mich begleitet hast. Komm her. Gehen wir. Das war ja ein toller Kampf. Bei den Numen mit Ziere habe ich mich ein bisschen schwieriger angestellt. Aber den... Die Eiche ist tot. Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Boss, den haben wir besiegt. Und unsere Eicheln? Unsere Eicheln. Eure Eicheln? Keine Ahnung, ist mir auch gleich. Ihr müsst lernen, ohne sie zu leben. Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Aber was sollen wir jetzt machen? Komm, Geralt. Es ist Zeit. Lebt für euch selbst. Nicht für die Herrinnen. Kein Opferkult mehr betreiben, sag mal. Vernünftig leben. Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Hass und Vorurteile werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihre Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. So ist das Leben. Hauptsache irgendjemanden verfolgen und irgendjemanden jagen. Um selber der Bessere zu sein. Rittersporn, füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri. Da braucht man einen gemeinsamen Feind, um selbst der Bessere zu sein. Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen?
Wir haben die Mumen von Velen und den General der wilden Jagd zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Schlacht und dann die Mumen und heute den Inderitz. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? So. Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mache mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Ist irgendetwas passiert, als wir weg waren? Die hübsche Polly hatte Fieber. Matt Auster hat ein Messer zwischen die Rippen bekommen und der Dreifachmet aus Socken kommt nicht. Rittersporn. Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberin zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Yennefer ist bei der Krüppelkarte. Jen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Ah, und dein Elf ist in der Rubin-Suite. Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Aha. Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Er hat nicht wirklich gefragt. Ich hatte ein anderes Zimmer für ihn vorbereitet, aber er ist reingestürmt und hat sich im Rubinzimmer eingesperrt. Seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Isst kaum, trinkt nur Wasser und er hat gesagt, benachrichtige mich, wenn Gwynblade und Cyrael da sind. Danke. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen. Ah ja. Ich dachte, das Rubinzimmer steht uns zu. Um aufs Lager zu greifen. Ja, die Schwerter, die müssen wir auch nochmal verkaufen hier. Auch die, die wir jetzt im Inventar haben. Ich leg mal hier ein bisschen was ab. Das Index ist alles nichts mehr wert. Und die behalten wir nochmal, dass das, weil es das Original ist. Also jetzt müssen wir vor allem das Knüppel hier. Musst du irgendwann mal zum Markt bringen und verkaufen. Den Lopf brauchen wir auch nicht mehr. Macht nur noch wirklich Sinn, die Sachen über 200 zu behalten. Und die hier. Dass wir die mal repariert kriegen. Obwohl die ist auch mittlerweile out. Ausgerenkt. Das kann weg. Sachen müssen wir mal nach oben schaffen. Rüstungsreparaturset haben wir hier natürlich nicht. So. Ansonsten hier noch eine die kann glaube ich weg. Extra Silberschwert ist das Standard, das immer noch mit mir rumtrage. Das ist eigentlich nur auch wegpacken. Die würde ich ja noch erstmal behalten. Die kann man vielleicht irgendwann mal gebrauchen. So Inventar sortiert. Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Okay, nimm dich in Fahrt. Sprich mit Alba Avalar.
hilft Jennifer, hilft Siri und hilft Chris. Die ist gegen mich gerannt. Sieh ab, was haben wir denn hier? Lalalalala. Ja. Oh. Oh. Oh Mann, du Schwein. Kann ich hier was bestellen? Ah ja, hier. Um was zu futtern. Du bist es, der weiße Wolf. Wie? Der berühmte was, wo? Geralt von Riva. Was zum Henker? Du hast von mir gehört. Von dir gehört? Ich weiß alles über dich, was es zu wissen gibt. Der Hintergrund. Von Ritterzorn persönlich. Der erzählt immer Geschichten von dir und euren gemeinsamen Abenteuern. Was zum Ficken? Von eurer Drachenjagd. Wie ihr den Silvan im Hanf überlistet habt. Der Kampf um die Brücke. Wie er dich vor Banditen gerettet hat. Die Geschichte würde ich auch gerne mal hören. Rittersporns Geschichten und Balladen werden nie langweilig. Ach, was werden sie alle gucken, wenn ich erzähle, dass der Wolf selbst die Geschichten gerne hört? Nun sag mir, was ich für dich tun kann. Willst du dir die Kehle anfeuchten? Oder soll ich direkt die Mädchen rufen? Was hast du Gutes zu trinken? Na mal schauen, was zu essen wäre mir lieber. Ein bisschen was haben wir noch, auch wenn es nicht viel ist. Kauf mal erstmal ein bisschen Obst. Wir brauchen das für den nächsten Kampf. Honig. Himbeersaft. Naschwerk. Ziegenmilch. Ich kaufe alles. Parfüm. Ja, gib her. Nicht genügend Mützen. Naja, jetzt haben wir hier ein bisschen was für den nächsten Kampf. Arbeitest du schon lange hier? Auch früher schon? Du meinst unter dem alten Herrn Willi? Nein, ich habe mich auf einen Aushang gemeldet. Was stand da noch? Hilfe gesucht für die Leitung eines exklusiven Etablissements für edlen Zeitvertreib. Frisches Baccalaureat, 10 Jahre Erfahrung in Tavernen, Kenntnisse der Gemeinsprache, der älteren Rede und zeitgenössischer Lyrik erforderlich. Wäre es nicht besser für dich gewesen, an der Akademie zu bleiben, oder? Pah, die Aufnahmeprüfung hätte ich nie bestanden. Ich kann auch kein bisschen ältere Rede, aber ich kann einige Lieder spielen. Und ich kenne alle Werke von Meister Rittersporn auswendig. Ah, verstehe. Das bringt dir natürlich Bonuspunkte. Also, bis dann. Wo zum Henker sind wir? neben der Taverne. Okay. Ich habe hier mit ihm gesprochen. Können wir es vielleicht nochmal machen? Sei gegrüßt, weißer Wolf. Womit können wir dich heute versorgen? Was zum Fick? Also, bis dann. Das ist ein seltsamer Bug. Warum müsst ihr mit uns draußen sprechen? Ist das so schlecht, hier was zu kaufen? Sultan? Geralt? Muss man das wie Drogen im Hinterhof kaufen, oder? Was ist hier los? Novigrad ist wohl kein sicherer Ort mehr. Warum bist du noch hier? Ich wollte mein eigenes Geschäft aufmachen, aber daraus wurde nichts. Meinen Kredit muss ich jetzt trotzdem abzahlen. Ich würde gerne dem Krieg oder menschlichem Verrat die Schuld geben. Aber die Wahrheit ist, dass ich selber schuld bin. Ich würde lieber nicht drüber reden, Geralt, wenn es dir recht ist. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später.